Hier liegt einfach so ein Bogen auf dem Boden. Auch interessant. Die Jäger sind nicht sehr effektiv, leider. Hier. Aktuell. Ja. Na gut, aber er müsste ja trotzdem erst in 100 Jahren wiederkommen. Und die Staffel 3 knüpft nahtlos an die Zeit an. Das stimmt auch wieder. Je nachdem, wie erfolgreich die Castlevania-Serie ist, kann ich mir aber gut vorstellen, dass die irgendwann dann auch mal so einen Zeitsprung machen. Theoretisch. Dann geht's halt mit Nachfahren weiter oder sowas. Dankeschön, Crusader, für die Bits. Bam! Da fallen sie. Da fällt das Regenbogenherz in das Glas. Schön. Handwerker! Los geht's. So, das ist nämlich gut. Wenn wir jetzt hier die Grenze haben, kann ich nämlich hier jetzt eine Farm machen. Dann müssen wir noch das Haupthaus upgraden. Dann können wir Farmer rekrutieren. Dann wird alles gut. Naja, schauen wir mal. Aber es hilft wahrscheinlich. Das Schiff ist dann auch in unseren Grenzen, wenn mich nicht alles täuscht. Super gut. Würde ich gern das gleich noch upgraden, aber ich glaube, das kann ich mir nicht leisten. Die Mauer. Ich hab eine Münze nur noch. Ah, das ist nicht gut. Was könnte ich denn hier bitte upgraden? Ach, da ist noch eine Mauer. Noch ein Mauerhubbel. Na dann. Hallo, Dodri. Wer bist jetzt du eigentlich? Irgendeine Spezialistin. Muss man am richtigen Feld einsetzen, damit man weiß, was die macht. Könnte Mauern upgraden zu irgendwas Speziellem? Oder Türme? Man weiß es nicht. Ich will jetzt auf jeden Fall die Außenmauer rechts unbedingt noch upgraden. Zumindest. Damit die nicht so leicht durchbrochen wird. Ah ja, guck mal, hier glitzert jetzt das Farmland, weil es quasi durch die Statue gesegnet ist. Cool. Stimmt, Spoiler! Ich habe es noch nicht gesehen. Achso, ich könnte mich eigentlich... Eigentlich echt, wenn mein Hirsch keine Ausdauer hat, werde ich halt zur Fledermaus. Voll super. Wir brauchen noch 4 Münzen. Jäger, komm schon. Nein, wirklich, keine einzige Münze. Mensch, was machen denn die Jäger immer so den ganzen Tag? Frage ich mich schon langsam. Ich meine, hier auf der Seite ist es blöd. Hier auf der Seite können die nichts jagen. Die nächste Wiese, die nächsten Hühner sind so weit weg. Das verstehe ich. Gehen, glaube ich, nicht durch den Wald durch. Aber auf der anderen Seite, oder beziehungsweise sogar schon innerhalb unserer Mauern, sollten wir mittlerweile eigentlich genug haben. Sollte man meinen. Naja. Naja. Das war schon in der zweiten Staffel. Nee, da kann ich mich jetzt nicht mehr dran erinnern. Aber wie gesagt, ich habe gesagt, vielleicht muss ich die nochmal gucken, weil das ist lange her. Ich binge so Serien nicht umsonst normalerweise im Stück am besten gleich alle 8 Staffeln oder sowas. Möglichst auf 2-3 Wochenenden oder so. Wenn da immer gleich ein Jahr oder so zwischen den einzelnen Staffeln liegt. Oder wenn es nur ein halbes Jahr ist, kann ich mich quasi an nichts mehr erinnern. Weil in der Zeit habe ich schon wieder 5 andere Serien geguckt, die alles andere überschrieben haben oder so. Oder irgendwie so in der Art. Okay. Gold her. Gold oder Leben. Dankeschön. Jetzt leveln wir das Haupthaus mal hoch. Und dann sollten wir schon langsam schon anfangen, unser Boot zu upgraden. Aber erstmal will ich ein paar Farmer. Kann eben ein bisschen dauern.
Bling, 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 bling. Cool. Mauern. Und jetzt sollten wir irgendwo Sicheln produzieren können, eigentlich. Ah ja, hier. Bau mal nur eine vor, weil ich muss jetzt ein bisschen weiter rausreiten. Oder fliegen. Damit ich noch die Farmer draußen rekrutieren kann, hoffentlich rechtzeitig. Aber das ist echt gemein, dass auf der Map die nächsten Rekruten so weit weg sind. Euer Vampir-Overlord braucht euch, meine Kinder. Ich würde gern mal hinter dieses Portal fliegen. Ich habe ein bisschen Angst. Moment, hier war ich doch schon. Bin ich schon mal an dem Portal vorbeigeritten? Kann mich nicht mehr erinnern anscheinend. Ah, und hier ist schon Ende. Hier ist schon das Hauptportal von denen. Das erkenne ich am Hintergrund. Alles klar. Größer ist die Map dann in die Richtung gar nicht. Na gut. Ich mache gerade einen Rewatch of Breaking Bad. Ah. In Better Call Saul wieder vorbei ist. Breaking Bad habe ich nur kurz geguckt, glaube ich. Nee, ich weiß nicht. Bis zu irgendeiner Party, wo dann alle gestorben sind. Also schon ein bisschen, ein paar Staffeln. Aber irgendwie hat mir Breaking Bad nicht gefallen. Mir gefällt auch Game of Thrones nicht. Mir gefallen Serien, glaube ich, nicht, wenn sie zu realistisch sind. Und ja, theoretisch hat irgendwie Game of Thrones schon ein bisschen Fantasy, aber zu wenig für meinen Geschmack. Außerdem sind die immer so brutal, die Serien. Das mag ich auch nicht. Diese sinnlose Gewalt. Das turnt mich ab. Vielleicht auch diese realistische Gewalt. Das ist das Problem, glaube ich. Wenn es over the top und bescheuert ist, finde ich es vielleicht sogar lustig. Aber wenn es irgendwie was ist, wo ich mir denke, so, ah, das könnte früher wirklich so gewesen sein. Oder das ist gar nicht so abwegig. Und dann wird es für mich zu eklig irgendwie. Das kann ich nicht gut aushalten. Wenn die einfach so unangenehm inszeniert sind, so. Ja. Ash vs. Evil Dead ist, die gucke ich jetzt nicht, aber das ist ein gutes Beispiel für over-the-top bescheuerte Gewaltdarstellung, mit der ich wieder überhaupt kein Problem habe. Im Gegenteil. Das finde ich dann sogar witzig. Ich meine, ich finde auch Mortal Kombat total witzig und cool. Sowas geht. Angeblich, ich habe da jetzt schon länger nicht mehr geguckt, aber angeblich soll es ja für Mortal Kombat 11 noch einen zweiten DLC-Pass geben mit neuen Kämpfern. Aber ich glaube, das ist bis jetzt noch nicht bestätigt. Oder hat sich da in den letzten Tagen was verändert? Vielleicht, weiß ich nicht. Und es gibt Gerüchte, dass Ash aus Ash vs. Evil Dead der erste oder einer der sechs neuen DLC-Charaktere ist. Das wäre schon ziemlich cool. Wenn der dann gegen den Terminator oder gegen den Joker in den Ring treten kann. Die haben ja das wirklich cool gemachte und schöne Feature in Mortal Kombat 11, dass wirklich jeder Spieler, also jede Figur mit jeder anderen Figur mindestens einen Dialog hat, bevor der Kampf losgeht. Also eine unglaubliche Vielzahl an verschiedenen Dialogen über die ganzen Charaktere hinweg. Und gerade die Dialoge vom Schwarzenegger Terminator oder auch von Joker sind halt eben dann echt witzig, wenn die auf die anderen Mortal Kombat Charaktere treffen. You have been marked for termination. Und da wäre natürlich Ash auch für ein paar coole One-Liner perfekt. So, jetzt habe ich den Farmern hier noch ein Häuschen gebaut. Jetzt, weil normalerweise ist das voll dämlich. Normalerweise gehen die nämlich jeden Morgen zu ihrer Farm, arbeiten da, wenn überhaupt, ein paar Sekunden und latschen dann wieder zurück zur Stadtmitte. Und das machen sie die ganze Zeit und es passiert quasi gar nichts, wenn die Farm zu weit weg ist, was fast immer der Fall ist.
Und jetzt haben die ein Häuschen. Jetzt müssen die nicht mehr dauernd heimlaufen. Jetzt können die hier wohnen. Und endlich mal wirklich hier Land bestellen. Ich hätte gerne eine große Landpizza mit extra Hühnchen. Tsching. So, was wollte ich jetzt eigentlich machen? Ich glaube, ich wollte jetzt eigentlich das Schiff reparieren, ne? Weil wir sind eigentlich so weit. Ich glaube, wir könnten von hier weiter segeln. Ich meine, mehr Rekruten wären schon nicht schlecht noch und so. Das stimmt schon. Vielleicht hole ich noch eine Ladung Rekruten morgen, damit wir noch ein bisschen was machen können. Das ist zum Beispiel mein Problem mit Star Trek Picard gewesen. Das war mir zu brutal. Ja, ich habe mitbekommen, ehrlich gesagt, wäre mir das beim Schauen gar nicht aufgefallen. Aber nachdem ich gelesen habe, dass das viele Leute gestört hat, habe ich es auch gemerkt, dass da der Gewaltgrad tatsächlich viel höher ist als bei jeder anderen Star Trek Serie bis jetzt. Aber ja, ich meine, wie gesagt, mich hat es nicht gestört, aber ich kann es verstehen, das ist schon Star Trek untypisch. Der Regisseur meinte halt, dass das eher was mit Budget und der Möglichkeit der Darstellung zu tun hat, dass jetzt seine Serie gewalttätiger ist als alte. Na, weiß ich jetzt nicht, aber naja. Ja, mit Picard, da habe ich gemischte Gefühle irgendwie. Weil zum einen ist es natürlich super cool, dass man überhaupt Picard mal wieder in einer eigenen Serie sieht. Picard wieder im Fernseher auf der Leinwand. Das ist natürlich super awesome. Patrick Stewart ist einfach Gott und Picard ist einfach seine Rolle und das ist einfach großartig. Das finde ich super cool. Aber die Serie an sich finde ich ehrlich gesagt ein bisschen bescheuert. Ich habe mir am Anfang gedacht, die hat Potenzial, die könnte cool werden. Und dann kam irgendwie die zweite Folge und die dritte Folge und die vierte Folge und ich habe mir gedacht, naja, abwarten, bis die mal richtig losgeht. Dann kam irgendwie die fünfte und die sechste Folge und ich habe mir gedacht, na wann geht sie denn jetzt endlich mal los? Und dann geht sie irgendwie gefühlt die letzten zwei Folgen los und dann geht alles so schnell und ist irgendwie sofort wieder vorbei. Und die bringen irgendwie ganz viel coole Ideen und Konzepte kurz auf, aber verwerfen die gleich wieder. Ich weiß nicht, was die Serie eigentlich wollte, ehrlich gesagt. Keine Ahnung. Die neuen Crewmitglieder, die neuen Figuren könnten mir nicht egaler sein, alle miteinander. Es geht mir eigentlich nur um Picard und die Cameos der Next Generation Crew, die leider viel zu wenig sind. Die Serie hätte eigentlich nur aus Next Generation Charakteren bestehen sollen. Dann könnte ich ihr vergeben, dass sie irgendwie im Kern eigentlich irgendwie langweilig ist, finde ich. Aber so ist es ein bisschen, naja, mein Gott. Mal schauen. Zweite Staffel ist schon bestätigt. Vielleicht findet die Serie ja noch irgendwie so ihren Weg. Aber ich glaube, so richtig gefallen wird sie mir nicht. Ich glaube, da bin ich echt gespannter auf die neue Discovery-Staffel. Mal schauen, was in welche Richtung die geht. Die erste Staffel, oder besser gesagt, die erste Hälfte der ersten Staffel Discovery fand ich furchtbar. Dann hat die Serie irgendwie mit aller Gewalt einen großen Bogen geschlagen, den ich aber ganz gut fand. Und ich habe Hoffnung, dass vielleicht jetzt die dritte Staffel, also die zweite Staffel fand ich dann ganz cool. Aber blöderweise hauptsächlich wegen Figuren, die in der dritten Staffel wohl nicht mehr vorkommen. Aber mal schauen. Vielleicht wird die dritte Staffel gut. Gefällt mir auf jeden Fall besser als Picard, denke ich. Leider. Wenn Patrick Stewart nicht wäre, würde ich, glaube ich, die Serie Picard echt furchtbar finden. Aber so mit Patrick Stewart und den Data-Auftritten und den Riker-Auftritten, denke ich, wenn ich an die zweite Staffel denke, wenigstens so, ja, vielleicht kommt Worf in der zweiten Staffel mal vor. Der müsste ja jetzt wahrscheinlich Klingon-Obermufti sein. Und Geordi kommt vielleicht noch vor. Der hat jetzt ja schon seine Roboteraugen. Und das sind so meine Erwartungen für die zweite Staffel. Da merkt man, wo bei mir der Schwerpunkt liegt. Ich grade mal das Haupthaus noch auf. Kriegen wir schon Ritter? Oh, das wäre gut, wenn wir schon Ritter kriegen würden. Dann
Dann könnten wir nämlich in die Gegenoffensive gehen. Aber ich glaube, so weit sind wir noch nicht. Aber ich versuch's mal. Pascal! Dankeschön fürs Subscriben. Cool, dass du hier bist. Schön, dass du da bist. Willkommen, hallo. Aber leider können wir, glaube ich, noch keine Ritter rekrutieren. Und auch das Haupthaus momentan nicht mehr upgraden. Schade, schade, schade. Naja, gut. Die Gier wird übrigens natürlich Nacht für Nacht schlimmer und gefährlicher. Die mit den Masken halten quasi extra viel aus, zum Beispiel. Und später kommen dann auch andere Versionen der Gier, die viel schlimmer und krasser sind. Da gibt es die großen, dicken, die Mauern überrennen wie nix. Und wenn dann erstmal die Fliegenden kommen, dann ist sowieso alles vorbei. Das heißt, man ist immer so ein bisschen getrieben, dass man nicht zu lange auf einer Insel bleibt. Und auf jeder Insel kriegt man neue Technologiestufen, neue Möglichkeiten, die Gier zurückzudrängen. Und kann dann auch wieder zurück zu den alten Inseln fahren, um dort dann eben zum Beispiel die Gier endgültig zu besiegen. Aber eben auch, um gewisse Bonis noch freizuschalten, die man übersehen hat beim ersten Mal. Ja. Ja. Also die reine Menge an Toten pro Episode hat nichts mit dem Budget zu tun, das stimmt. Keine Folge, wo niemand stirbt und das zum Teil auf unnötige und brutale Art. Mir ist der Gewalt gerade echt gar nicht so aufgefallen bei Picard. Ich meine, gut, wenn irgendwie mal ein Schiff explodiert in der alten Serie, merkt man das halt nicht so, aber dann sterben schon sehr viele. Ich kann das Haupthaus doch nochmal upgraden, da bin ich gespannt. Aber wie gesagt, ich weiß, dass das viele so wahrgenommen haben und praktisch stimmt das auch. Ich hab's das nur nicht so als störend empfunden. Persönlich. Ah, die Farmer, auf die kann man sich halt verlassen. Das dürfte reichen für ein Haupthaus-Upgrade. Bei Ichab zum Beispiel ist ja nichts gegen seinen Tod für Evans Charakterentwicklung, achso, einzuwenden. Aber dass man mit der Kamera voll drauf hält, wenn man ihm das Auge rausreißt, ist unnötig. Tada! Steintechnologiestufe. Ah, jetzt haben wir einen Statthalter. Der ist eigentlich ganz cool. Der spart unser Geld für schlechte Zeiten zur Seite. Wenn mein Geldbeutel voll ist, gebe ich dem die ganzen Münzen und der räumt sie ins Haupthaus. Und wenn dann der Winter kommt, wenn es irgendwie... Oh shit! Jetzt müssen durch das Upgrade alle Türme und Mauern neu abgegradet werden, oder? Nee, nur die inneren. Okay, kein Stress. Puh, nur die inneren. Die äußeren bleiben. Die bleiben, wie sie sind. Ich finde das so krass, wie Picard von Mass Effect abgeguckt hat, sich inspirieren lassen hat, wenn man es positiv ausdrücken will. Ich finde das so krass. Nicht nur der Stil, wie das Schiff von denen aussieht. Das ist im Grunde die Normandie mit leichten Veränderungen. Der ganze Stil einfach, auch das von außen wie von innen, das Schiff. Es ist einfach so Mass Effect. Und dann dieses, wir reisen rum und sammeln unsere ganzen Begleiter auf den verschiedenen Planeten. Und die Grundstory. Ich meine, ohne Scheiß, das ist einfach Mass Effect. Das ist einfach die Mass Effect Story. Mit leichten Veränderungen. Ein uraltes Alien-Artefakt, das einem Visionen vom Untergang beschert. Aha, kommt mir bekannt vor. Eine uralte, komische Roboterrasse, die biologisches Leben auslöschen will und so weiter. What? Das habe ich alles schon mal gehört.
Okay, die haben die Mauer verdammt schnell eingerissen. Ich sollte wirklich die Mauern upgraden. Ich glaube, es ist höchste Zeit für Steinmauern. Ich hoffe, die haben die Farm nicht überfallen. Oh, das wäre ungünstig. Hoffen wir, dass die nicht so weit gekommen sind. Aber hier steht die Mauer noch. Das ist ein gutes Zeichen. Aber hier sollte ich dringend upgraden. Das Setting hat mich eher ein bisschen an Guardians of the Galaxy erinnert. Inwiefern an Guardians of the Galaxy? Diese ganze Thematik mit eben künstlichem Leben und so weiter, das ist schon sehr Mass Effect 1 vor allem. Ich hätte nur drauf gewartet und auch, dass am Schluss die fast kommen, aber dann gerade noch abgewehrt wird. Ich hätte wirklich nur noch drauf gewartet, dann wäre es wirklich, dann hätte ich echt gelacht. Ich habe nur noch drauf gewartet, dass die am Schluss sowas sagen wie, naja, wir haben sie zwar jetzt am Durchdringen des Portals gehindert, aber die wissen jetzt, wo wir sind und sie kommen. Es wird zwar länger dauern, aber weil dann wäre es einfach 1:1 Mass Effect gewesen. Es ist schon fast witzig, wie Mass Effect das ist. Aber der Satz fehlt noch. Aber mal schauen, ob es in der zweiten Staffel drum geht. Ich wette drauf, dass es in der zweiten Staffel darum geht, dass die jetzt eben dann doch kommen. Aber halt langsamer, man muss sich drauf vorbereiten oder irgendwie sowas. Es wäre lustig. Mich stört auch... Es sind jetzt so die kleineren Sachen, aber trotzdem stört mich auch, dass alle Menschen sind in dieser Crew, außer Legolas. Und Legolas ist halt irgendwie... Ich meine, Seven of Nine ist so ein bisschen Borg, aber... auch nicht mehr wirklich. Wenn Seven of Nine Borg ist, dann ist Picard auch Borg. Hey, was ist denn das? Kann ich hier Charaktere wechseln? Vielleicht. Ich glaube schon, könnte ich. Cool. Und sonst sind irgendwie alle Menschen. Das finde ich schade. Ich hätte gern coole Star Trek Aliens. Ich hätte gern Klingonen. Und einen Ferengi. Ja, genau. Auf den Cameo-Auftritt hätte ich gewartet. Dass das Quarks Neffe kommt. Wie heißt er denn? Dass der plötzlich als erster Ferengi-Captain auftaucht, wenn die irgendwie ihre Verstärkung rufen oder so. Das hätte ich cool gefunden. Solche Sachen hätte ich gern gehabt. Ja, im Grunde will ich einfach nur neue Folgen von Next Generation. Ich weiß, das war eigentlich mein Traum. Ich hätte gern einfach nur mehr Next Generation. Das ist alles. Insofern hätte die Serie eigentlich machen können, was sie will. Da sie nicht Next Generation ist, hätte ich sie nicht gut gefunden. Ich gebe es ja zu. Ich mache ja kein Geheimnis draus. Ah, es wäre so schön. Der Schauspieler von Quarks Neffe ist tot. Oh, das ist natürlich blöd. Dann verstehe ich, dass man auch die Figur nicht mit einem anderen Schauspieler wiedererweckt und so weiter. Na gut, das ist natürlich tragisch. Er hat, glaube ich, über Star Trek hinweg mindestens 3 verschiedene Rollen gespielt, oder? Ich kann mich definitiv an eine Voyager-Folge erinnern, wo er einen spielt noch von einer anderen Spezies, so einen Jungen, der sich irgendwie beweisen will. Und ich glaube, noch irgendwo spielt der in Star Trek irgendeine Figur. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Ich könnte es nicht schwören. 2 auf jeden Fall. Der war nämlich, glaube ich, schon relativ alt. Der sieht nur so jung aus. Aber... also relativ alt ist übertrieben, aber der war auf jeden Fall schon sehr erwachsen und hat aber trotzdem immer noch so Kinderfiguren gespielt.
Jetzt habe ich Pikiniere. Pikiniere sind super. Die können nämlich hinter der Mauer stehen und durchpieksen. Pikiniere sind die besten. Und ein Katapult. Katapulte sind super. Die können nämlich riesige Steine über die Mauer schießen. Das ist auch ziemlich gut. Ich muss jetzt auf der anderen Seite erweitern unbedingt. Wir können das Hauptquartier nochmal upgraden. Ich werde es versuchen. Markus, danke fürs Subscriben. Cool, dass du hier bist. Und hallo. Und danke. Yes, wir haben genug Gold. Ich hoffe nämlich, vielleicht können wir echt schon Ritter bauen. Ich werde jetzt so lange upgraden, bis wir Ritter kriegen. Oder es geht nicht mehr. Eins von beiden. Oh, das sieht nach Ritter aus. Das sieht nach Burg aus. Yes, jetzt gehen wir in die Offensive. Das gefällt mir. Das heißt, wir brauchen Rekruten. Und Geld. Für die Rekruten. Wir brauchen sehr, sehr, sehr viel Bogenschützen, jetzt wo wir Ritter bauen können. Ich will jetzt nochmal Figur wechseln. Ach, aber das ist auch so teuer, ne? Na, relativ. Ich würde nämlich gern wissen, was sie kann. Ich habe ja die Attacke-Taste erst zu spät entdeckt. Oder hast du einfach alles falsch verstanden? Dass die... Also, ich meine, Picard wurde schon aus der Föderation entlassen, aber im Grunde ist er schon immer noch ziemlich legendary. Der ist jetzt nicht, habe ich nicht so wahrgenommen, dass der jetzt irgendwie voll der verstoßene Outlaw-Captain ist. Der ist schon eine respektable Figur. Glaub's ich eher wahrgenommen. Der Captain, ich meine, der ist auch ein Ex-Sternflottenoffizier, der ist, glaube ich, eher so ein bisschen... Der Abgestürzte. Was ist denn das da? Nee, das andere meine ich. Jetzt kann ich dann... Ah, hier. Ein Dieb? Wer bist du? Er macht die Truhe auf und ich krieg einen Rubin. Gib ihm ein Rubin, ich krieg ein Rubin. Hä? Den verstehe ich nicht. Krieg ich bei dem vielleicht meine verlorenen Rubine wieder? Könnte das sein? Bin mir nicht sicher. Die Seite dürfte jetzt mittlerweile echt gut verteidigt sein. Da muss ich mir, glaube ich, nicht mehr so viel Gedanken machen. Ich werde jetzt noch den Turm und die Mauer eine Stufe upgraden lassen, weil dann kommt auf der Seite keiner mehr durch. Dann muss ich mir um die Seite wirklich keine Sorgen mehr machen und kann mich voll auf die andere Seite konzentrieren, bis wir stark genug sind, um in die Gegenoffensive zu gehen. Gib mir noch eure Hühnchen. Hier gibt es auch keine Rekruten und so. Hier gibt es eigentlich keinen Grund für mich, nochmal vorbeizukommen. Außer ab und zu mal, um Geld zu kassieren vielleicht. Ansonsten haben wir dann gleich hier eine sehr gut beschützte Grenze. Mit Pikinieren, Katapult, Bogenschützen. Alles, was das Herz begehrt. Wunderschön. Ich könnte die jetzt schon noch höher upgraden. Cool, ich hätte gar nicht gedacht, dass Stein allein uns schon so hohe Technologiestufen bringt. Wir können jetzt schon richtig... Ah ja, aber jetzt brauchen wir Kupfer. Kupfer oder Eisen oder irgendeinen anderen Kerl, damit wir die Mauer noch höher upgraden können. Na gut. Das war's erstmal. Der Turm wird noch höher gehen, interessanterweise. Die Mauer war's jetzt. Okay, gut.
Ah ja, stimmt, die Lanzenträger sammeln tagsüber Fische. Voll gut, die fischen mit ihren Lanzen tagsüber, die Lanzenträger. Damit die auch ein bisschen Geld noch verdienen zusätzlich. Ich mag die Lanzenträger. Die sind meine Freunde. So, der Geldbeutel ist voll. Hey, Statthalter, pack mal ein bisschen was ein. Geh dann mal rekrutieren. Händler, was ist mit dir? Du brauchst noch Geld von mir, oder? Er geht jetzt, glaube ich, so weit, bis keine upgradebaren Gebäude mehr in der Nähe sind. Damit ich nicht irgendwie aus Versehen was Falsches anwähle. Ah, wie weit gehst du denn noch? Oder habe ich ihm jetzt schon Geld gegeben? Geht der zurück in sein Lager? Ist es zu spät? Nee, eigentlich nicht. Na, dann wird schon passen. Dann warten wir mal eine Nacht. Dann werde ich hier die Grenzen upgraden. Guten Abend. Hi, Eva. Erinnerst du dich an die eine Fallout 76 Folge, wo ich mitgezockt habe? Heute wurde ich von einem Typen angeschrieben über PSN, der dachte, dass ich du wäre. Er wollte unbedingt mit mir zocken. Der Typ hat mich einfach nicht verstanden, dass ich mal mitgemacht habe mit dir. Du hättest dich ja voll als mich ausgeben können. Du hättest ja mitspielen können. Das wäre gemein.